Bis zu diesem Augenblick habe ich mich bemüht, auf halbem Wege stehen zu bleiben, mir den Rückweg zu sichern. Zwar hier zu sein, aber eben nicht dort. Müsste ich diesen Zustand schildern, dann vielleicht als eine Art kraftlose Nostalgie. Man fragt nach dem Sinn. Doch immer wenn man eine Antwort zu wissen glaubt, erweist sich die Frage selbst als sinnlos. Es war gerade nach der Regenzeit. Wochen und Wochen hatte es auf den Asphalt geplätschert. Dazu diese schwarzen Vögel. Unendliches Kreisen. Sie können dir jederzeit in die Augen schauen. Wo bin ich? Mein Kopf beginnt zu schwirren. Ein Ozean. Eine Pfütze. Ein erloschener Vulkan. Hörst du diese Stille? Tokio kurz vor 7:30. Was ist in den Bildern, das ich nicht sehe? Wo ist das Fremde, das sich mit dem eigenen verschränkt? Wir treten mit uns selbst in Dialog.堀江とは全てが全く違うのだ。沢子と何が問題だったのか、私には全くわからないのです。なんとなく私たちはまだ一緒でいるような気がするのだが、
In der ersten Nacht hatte ich einen Traum. Jemand stieg aufs Dach, um nach seiner Satellitenschüssel zu sehen. Getrieben von der Angst, dass er keinen Empfang mehr hätte. Es hat aufgehört zu regnen.私たちはまだエンボディーズの一員のつもりなんだが、私自身オーシャンがある日突然バンドを辞めるなんて考えにも及ばなかったのだ。ついでだが、オーシャンは彼がエンボディーズを続けるか関係を断つかは彼にとってどうでもいいことなんだと言ったことがあるのです。彼は今2つの方策の前で決定を迫られているのです。つまりそのどちらかしか選ぶことができなく、彼自身この決定の映像でしかないという。バンドには彼の職業決定の過程は出てこないのだが、日の暮れる窓から落ちた腰掛けを君に預けて、またここでお休み。大丈夫、嵐は来ない。もう君も大人になった。またいつかお休み。